Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel und zwar spielen wir Neon Noodles. Ja, das ist ein Spiel in der Beta, das kommt morgen raus, also eigentlich heute, Freitag, keine Ahnung, ob dieses Video es noch bis Freitag zum Hochladen schafft. Da müsste sich der müsste sich auf jeden Fall beeilen. Ja, gut, wie dem auch sei. Game is best experienced with a controller right now. Keyboard support is fully functional, but controls can't be remapped yet. Mouse support is experimental, not tutorialized. Many improvements still planned. Enjoy! Und ja, der Controller funktioniert, den ich hier habe. Hihi, yay, geil. So, jetzt zeigt er mir nämlich auch beim OK an, den unteren Knopf drücken. So. Mal sehen, L ist Move Cursor, was? Ah. Okay. Mit dem Left Stick. Hätte ich jetzt eigentlich auch... Ah, ich kann auch das D-Pad nehmen. Ups. What? Record Program. Okay. Das heißt... Pick up. Objective for this level, sell 5 Avocados. Das heißt, der geht dann quasi hierhin und put down. Okay. Das heißt, welchen Button? Start? Oh, mit Start. Okay. Ja gut. An und für sich kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Time to do some cooking. Okay. Jetzt wird's nämlich anspruchsvoll. Okay, Record Program. Instruction Timeline, da unten. Okay. Pick up. Das heißt, einmal nehmen. Rotate. Hallo? Ah, nach unten. Put avocado on cutting station to get sliced avocado. Ah. Pick up sliced avocado. Sell. This is a universal instruction depends on station and robot. Buy avocado universal instruction. Turn left is an instruction. Put down and cut a universal instruction. Ja. Pick up after is wieder universal. Turn left. Move forward. Turn left. Sell avocado. Ja. Das heißt, dann drücken wir doch mal auf play. Zack, zack. Mist. Ja. Oops. Program doesn't loop back to start. Das heißt, cancel playback. Das heißt, edit program. Mal sehen. Generate instructions to move back to start. Ah, return to start generated instruction. Aha. Ja. Das heißt, finish editing. Und wenn wir das jetzt abspielen. Ja, gut. Hat Level 3. Shrimp. Introducing manual recipes. Okay. Add robot. Okay. Add shrimp station. Dahin? Shrimp. Add cutting station, ja. Add peeled shrimp selling station, okay. Dann den Roboter auswählen. Make robot look left. Program the robot. Ja. What? Hallo? Pick up shrimp. Paste cutting station. Pick up. Pick up. Sell. Und generate to start. Und finish. Und dann play. Okay. Das scheint ja relativ einfach zu sein, alles. Irgendwas fehlt hier. Avocado cutting was an instant recipe. Ja. Shrimp peeling is a manual recipe. Requires one extra robot action. Okay. Edit the program. Das heißt, edit. When editing, code cursor starts at last edited location. Step back through program mal 8. R? Hallo? R? Ach nee, L. Wieso? Wieso denn R? Das ist links. Hä? Okay, irgendwie komme ich jetzt nicht zu Rande, weil ich... Ah, mit dem rechten Analog... rechter Analogstick.
der Backthrough Program mal 43210. Insert additional instruction. Put down shrimp generic instruction? Cut shrimp generic instruction pick up. Extra robot action required by recipe. Okay. Wow, ist schon eine, so eine Art Melodie irgendwie. Mal den. Introducing automatic recipes. Also irgendwie hieß es, das wäre so ein bisschen wie Overcooked, aber Overcooked? Ja gut, man macht irgendwas mit Kochrezepten, aber eigentlich ist es eher so, so ähnlich wie Human Resource Machine, nur dass man eben halt keinen Quelltext hat, sondern dass man es alles mit dem Controller einstellt. Menü, Roboter. Was soll ich machen? Cycles, Program Stats, Goals, Recipes. Was hier? Reisbowl, kochen und servieren. Ja, theoretisch könnte man das alles um den Roboter herum machen, damit der nicht ständig hin und her laufen muss. Moment, LT ist Undo. Undo? Hier den Cooker und hier den Reisbowl verkaufen, sozusagen. Das heißt den Bot. Einmal Edit. Mal sehen, der Bot guckt dahin. Nimmt sich so ein. Dreht sich dahin. Macht da irgendwas. Mal sehen, Wait Instruction. Rice Boiling is an automatic recipe. Requires one Wait Instruction. Das heißt, Insert Command, Wait. Dann Pickup und dann Verkaufen. Und dann zurück zum Start. Und Play Program. Party! Level 5, Maple Beans. This recipe requires both ingredients to be placed on the boiling station. Wer hätte es gedacht? Erstmal ein Roboter. Dann das. Dann das. Dann das. Und dann verkaufen. Das heißt, Roboter, Programm editieren. Da einmal nehmen. Und einmal da ablegen. Dann da einmal nehmen. Und dann da einmal ablegen. Dann das nehmen. Ach nee, halt. Undo. Einmal, wait. Nee, Moment. Undo. So, da hat er was abgelegt. Das heißt dann einmal wait, dann aufnehmen und dann da ablegen. Und dann return to start. Hallo? Return to start? Gucken wir mal. Irgendwie funktioniert das nicht. Programm editieren. Wie kann man löschen? Delete, RB. Delete Previews, wait. Nehmen wir alles nochmal raus. Okay. Also, wir fangen an mit Roboter nimmt da was. Roboter dreht sich um und tut da was rein. Roboter nimmt da was? Roboter tut da was rein. Roboter wartet. Ah, zwei, dreimal warten. Roboter nimmt das und legt das dahin. Dann Return to Start und Play. Okay. Das funktioniert. Level complete. Same level, next level. These histograms show your scores compared to other players' scores. Each bar represents a group of similar scores. Your current score belongs to the group represented by the white bar. Oh ja, okay. Wir sind Programs, also Bot Area ist relativ niedrig. Program Size ist auch 15, relativ niedrig. Cycles, sind wir irgendwie unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Das heißt, so viele Leute haben das Spiel noch nicht gespielt, da das irgendwie in der nicht Public Beta war, da gab es irgendwie letztes oder vorletztes Wochenende eine Demo, die man quasi spielen konnte, ohne dass es jemand wusste, weil es einfach niemandem gesagt wurde, dass das quasi die Public Beta ist. Wie dem auch sei, wir machen einfach mal Next Level. Time to make some sushi! Also, wer auch immer auf Sushi steht. Das heißt, wir packen einmal einen Roboter da in. Oben haben wir da Recipes, steht da, was wir machen müssen. Das heißt, wir brauchen Fisch, wir brauchen Reis. Okay, wir brauchen Rollen, Schneiden und Topf. Das heißt, Reis muss in den Topf. Dann muss gewartet werden.
und dann kann man den Reis rausnehmen. Da muss der Fisch geschnitten werden und gerollt. Ne, Moment, oder? Sind das Rollen da? Rollen? Reis? Nee, da Reisrollen. Aber was ist das andere? Hä, was ist das denn? Oder ist das ein Zeilenumbruch? Also Fisch schneiden? Okay, das heißt, wir brauchen eine größere Area. Rollen können wir ja dahin packen, aber wir brauchen hier dann irgendwie schneiden. Nein. Ja, das ist wieder das, wo man dann überlegt, okay, klar, wir müssen jetzt erst den Reis nehmen und den Reis müssen wir kochen. Ja, dann hat man gekochten Reis. Dann braucht man Fisch. Fisch nimmt man und muss ihn schneiden. Schneiden würde ich jetzt da unten hinpacken, aber das Problem ist, ist zu weit weg. Also, weil, wenn ich jetzt hier unten Schneiden hinpacke, dann kann ich weder rollen noch servieren. Ja. Und ein Sternchen heißt dann wieder irgendein manueller Eingriff. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Fisch nehmen wir nochmal raus. Können wir... Nee, wir können nicht mehr als einen Roboter bauen, oder? Doch, wir können mehr als einen Roboter bauen, okay. Weil ansonsten könnten wir einen Roboter programmieren, nur Reis zu kochen. Und einen zweiten Roboter dann programmieren, um den gekochten Reis und das andere zu kombinieren. Ja. Einmal Undo. Das heißt, der zweite Roboter würde dann quasi Fisch schneiden. Ah, ja, das passt schon wieder nicht. Nö, dann müssten wir wieder einen Roboter nehmen. Also ein Roboter kann das auch alles machen. Das heißt, hier packen wir mal den Fisch hin. Dann, ja, das Schneiden würde ich gerne direkt neben dem Fisch haben, sodass der Roboter nicht weit laufen muss. Das heißt, den nehmen wir einmal raus und packen hier einmal Fisch hin und hier schneiden. Ja, wir müssen uns sowieso bewegen. Das heißt, schneiden hier oben hin. Dann können wir das Rollen hier hinpacken und hier unten das servieren. Ja gut, jetzt müssen wir nur noch das Programm vom Roboter editieren. Das heißt, der Roboter nimmt hier einen, dreht sich um und tut ihn da in den Topf. Dann würde das normalerweise eine Wartezeit erfordern, aber während wir warten, können wir den Roboter auch hier hingehen lassen und hier einmal Fisch nehmen, dann einmal Fisch schneiden. Dann braucht der theoretisch... Ja, da ist wieder dieses Problem. Da muss er den... Ne, Moment. Den müsste er da rausnehmen, den Reis. Und dann hier rollen. Und dann, keine Ahnung, nochmal rollen und dann da servieren. Und dann wieder Return to Start. Und einmal gucken, was passiert. Nö. Das funktioniert irgendwie nicht. Nein. Okay. Okay. Was? Nein, back to layout. So, also nochmal. Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, nehmen wir alles nochmal raus. Alles raus. Alles raus. Mal sehen, was haben wir dann? Ja, wir haben noch ein paar, eine Minute haben wir noch. Den Level hier schaffe ich, glaube ich, noch. Ich wollte nicht so lang machen, weil ich muss das ja auch noch schneiden und hochladen und so ein Quatsch. So, also Reis nehmen wir, Reis tun wir da rein. Nein. Reis nehmen, umdrehen, Reis reintun. Dann gehen wir einmal nach oben, schnappen uns einen Fisch. Den Fisch tun wir auf das Schneidbrett. Und, schneiden? Nein. Mal sehen. Return, Playback, Program, Delete, Undo, Move, Bump gleich Action. Ja, wir haben jetzt quasi den Fisch dahin gepackt zum Schneiden. Dann kommt zweimal dieses komische Rollending. Dann Reis und Rollen. Ich verstehe jetzt gerade nicht, das Recipe da. Irgendwie ist mir das schleierhaft, was diese komischen... Ich will da gern mit der Maus draufklicken, aber es geht nicht. Was sind diese komischen Rolldinger da? Weil dieses Sternchen bedeutet Action. Aber Action ist es nicht. Finish Program, Return to Start, Wait Instruction, Delete. Aber wir können ja hier nicht einfach zwei Actions machen.